In der Games, in der Games, in der Games, in der Games, Games mit Modaro. In der Games. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Es ist wieder soweit. Über ein Jahr ist es her und ich will euch erstmal eine wunderschöne Weihnacht wünschen, denn heute dürfte der erste Weihnachtsfeiertag sein. Ich habe mir versprochen, zu Weihnachten gibt es die Ender Games und hier sind sie, Leute. Ich halte mein Wort, wie mit meinen Streams. Und ich bin sehr nervös. Die Sache ist nämlich, ich habe seit über einem Jahr keine Endergames mehr gespielt, beziehungsweise gar kein Minecraft PvP. Und jeder, der jetzt noch die Endergames spielt, also hier in der Lobby ist, wird ein absoluter Vollprofi im Vergleich zu mir sein und mich fertig machen. Und deswegen, das ist meine Kiste. Hopp. Wir sind natürlich das klassische Katzenkit, mein absolutes Standardkit. Das letzte Mal, deswegen muss ich auch ein bisschen weglaufen. Haben wir ja, ist er hinter mir? Nee, niemand hinter mir. Ich kann einen Fisch essen. Okay. Wer von denen ist gerade gefährlicher, ist die Frage. Okay, wir haben einen Bogenschützen. Das ist vielleicht ein Ungeheuer. Ich werde erstmal den da töten. Und dann hoffentlich den. Oh, wir haben es geschafft. Was zur Hölle? Hä? Bin ich doch begabt? Haben sich die Endergame-Mechanics in mein Gehirn eingebrannt? Minecraft PvP ist immer sehr stressig, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat und irgendwie alles abwägen muss. Und, hallo? Ja, es tut mir leid. Irgendwie habe ich ein Dia-Schwert und du hast ein Holzschwert. Das ist nicht ganz so fair, aber vielleicht hast du ja irgendein krasses Kit. Oh. Mit dem du mich headshotten kannst oder so. Was zur Hölle? Ja, das läuft ja richtig gut. Und ich wurde gerade geswitcht. Heißt, ich kann auch Sachen craften. So ging das doch, oder? Oh nein. Das ist aber traurig. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte jetzt nicht sterben, bitte. Ich möchte jetzt nicht sterben. Ach Mann, warum? Das ist gemein. Aber ich bin auch selber schuld, denn ich habe die wichtigste aller Endergames-Regeln nicht befolgt. Und zwar benutzt immer deinen Kompass, um zu wissen, wo deine Gegner sind. Okay, wir werden kurz wegrennen, damit ich den Fisch essen kann. Da ist ein Gegner. Also machst du jetzt, wenn deine Katze... Oh, ich lasse sie erstmal kämpfen. Obwohl, ich habe gedacht, der hat eine Eisenrüstung an, weil der so weiß angezogen ist. Hat aber gar nicht. Da habe ich aufgewartet. Hihihi. Das war vielleicht gemein, aber so bin ich halt. Oh, nein, nicht über... Ich will... Ich hasse alles! Oh nein, Modado. Das ist doch das Fest der Liebe. Es ist Weihnachten. Okay, ich werde versuchen, mich zusammenzureißen und euch den Victory Royale zu holen, den ihr euch verdient habt. Auch wenn ich hier unten stecke, im Wasser, mit Low Ground und deswegen ihn töten kann. Oh nein, kommt irgendjemand zu mir? Es ist alles gut, es ist alles gut. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe zwar noch keine Hose an, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Oder auf den Typen mit verzauerten Bogen habe ich ja mal überhaupt gar keinen Bock. Oh, da kommt auch jemand. Wir kommen hier über, Leute. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Lust auf den Typen da. Keine Lust auf das. Wisst ihr was? Dann gehe ich halt zu dem Bogenschützen. Was wird schon passieren? Ich habe hier ein Dings drin. Jetzt bin ich vergiftet. Jetzt kommt noch jemand. Aber den töte ich einfach auch. Wisst ihr? Kein Pro... Ich habe ihn ja wirklich getötet. Ist noch jemand da? Nee, ist niemand da. Ich kann chillen. Ich kann einfach entspannen. Wisst ihr? Ich habe ja eine Milch. Lecker. Oh, meine Tür klingelt. Okay, selbst die Post ist gegen mein Katzenkit. Wir nehmen jetzt wieder das Schattenkit. Mit dem Schattenkit können wir Doppelgänger schaffen, die dann einfach wegrennen. Und das wird unser Triumph sein. Wir werden die Gegner einfach verwirren. Guck mal, da bin ich. Hier bin ich auch. Ich bin einfach überall. Jetzt brauchen wir nur noch eine Waffe. Ja, perfekt. Ein Bogen ohne Pfeile. Vielleicht kriegen wir noch die Pfeile. Und im Notfall schicke ich einfach meine Maudado-Armee. Alter, was macht der vor allem? Der hüpft höher als ich. Oh, und ich habe Pfeile und alles. Oh, sehr gut. Der hat Pfeile und Bogen auf jeden Fall. Ich habe... Hör auf, stopp. Aber ich habe ja den Prank des Jahrtausends, fällt mir gerade auf. Ja, was machst du jetzt im Wasser? Hm? Das war ja lustig. Ich habe mich wieder von meinen eigenen Sachen erschrocken. Ich konnte besiegen, dadurch, dass ich... Ah, das ist ja richtig gut gegen Bogenschützen. Alter, das ist der Trick des Jahrtausends. Warum habe ich den nicht die ganze Zeit benutzt? Ich vermisse zwar ein bisschen meine Katze. Nein, warum werde ich da reingeswitcht? Ich liebe alle Minecraft-Spieler auf diesem Planeten. Okay, anscheinend soll es der Schatten nicht sein. Das war auf jeden Fall ein Zeichen. Deswegen sind wir jetzt ein Schleim. In dem Schleimkit können wir höher springen und wir bekommen ganze Zeit, während wir springen, solche Schleimbälle, die können wir auf Gegner werfen und dann werden die verlangsamt. Und das ist lustig. Vielleicht ist das ja tatsächlich das Kit, was mir den Sieg bringen wird. Okay, ich werde versuchen, das Gute an dem Schleimkit ist immer, wenn ich treffe, verlangsame ich die Gegner. Und wenn die Gegner verlangsamt sind, dann kann man besser gegen die kämpfen, aber... Ab! Komm schon, jetzt komm näher! Ja, perfekt.
Da bin ich. Danke für die Rüstung. Ist quasi... Nein, warum? Warum sind die Ender Games so? Dann nehme ich halt den Enderman. Enderman, Ender Games, das muss ja irgendwie klappen. Mit dem... Hä? Was zur Hölle? Ja, okay. Mit dem Enderman-Kit können wir Enderperlen werfen, ohne Schaden zu bekommen. Und dadurch sind wir recht mobil und dann ist es super. Guck mal, der denkt, der kriegt die Kiste, aber ich krieg die. So. Und die da kriege ich auch. Denn ich kann als Enderman auch von weiter weg Kisten öffnen. Das ist meine andere geheime Fähigkeit. Oh nein. Okay, den haben wir. Oh Gott sei Dank, der wollte uns mit Pfeil und Bogen direkt fertig machen. Okay, das Problem ist, wir haben nicht ganz so viele Enderperlen, wie schön wäre. Und irgendwie habe ich gerade trotzdem Schaden bekommen, obwohl ich der Enderman bin. Und wir versuchen, den zu töten. Das ist der Enderman. Ich merke schon, der Hass, der sich über die Jahre... Oh nein, da ist ein Angelmensch. Dann töte ich halt einfach Julia. Es tut mir leid. zu Minecraft PvP aufgebaut hat, der kommt recht leicht wieder. Alle Erniedrigungen, alle Frechheiten, die passiert sind, an die erinnert man sich wieder. Und sie tun alle weh. Ja, komm, weißt du was? Was soll ich schon machen? Erst den Fisch. Naja, die Minecraft-Götter können ja nicht ewig grausam sein, wisst ihr? Jetzt heißt es einfach Ruhe bewahren. Ist es ein Sonic oder warum ist er so fast? Hallo? Ah ne, ist ein Polizist, der hat einen Hund. Hä? Hör doch auf, so schnell zu sein! Geh doch. Oh Gott, der hatte ja einen richtigen Schlag drauf. Hä? Es leben nur noch 3 Spieler, was zur Hölle? Oh nein, das bedeutet aber, ich hab nix. Ich hab so einen Lederbrustpanzer und die haben bestimmt alles. Irgendjemand wird richtig viel haben, weil er alle getötet hat oder haben sich alle nur hochgebaut. Na, wisst ihr was? Wir gehen trotzdem hin. Wir gehen hin und dann kämpfen wir einen finalen Fight und dann wird alles gut. Oh, da liegt nicht mal so krasses Zeug. Heißt... Oh doch, das sieht schon krass aus. Aber wir werden es trotzdem probieren. Vielleicht bemerkt er uns ja nicht mit etwas Glück. Oh doch, er bemerkt uns. Aber er hat, glaube ich, gegen die Barriere geworfen. Und checkt das nicht. So, und wir werfen uns einfach hinterher. Hä, der fliegt ja richtig. Was zur Hölle? Oh nein, das ist ein Angelmensch. Die spezielle Art der Angelmenschen. Ich hab gewonnen! Hä? Was? Ich kann's nicht glauben! Aber dann ist ja jetzt eigentlich alles egal. Dann kann ich den Kaktus nehmen. Der Victory Royale wurde ja geholt. Und dann stellen wir uns hier irgendwo an den Strand und gucken, ob irgendwas Lustiges passiert. Hallo, kleiner Wolf. Oh, ihr feiner Wolf. Ihr feiner Wolf. Okay, der trackt uns auf jeden Fall. Warte. Okay, der bemerkt es auf jeden Fall nicht. Aber wir können Lava in ihn reinsetzen. Das ist doch auch was. Hallo. Oh, es tut mir leid. Aber das war... Das war... Das war echt lustig, muss ich sagen. Oh. Nein. Geh weg. Ja, danke für die Brücke. Hallo? Okay. Ja, dann gehst du wieder. Alles klar. Sehe ich auch so. Dafür hat sich alles gelohnt. Oh. Im Optimalfall muss ich natürlich zwischen zwei sein, damit das mit dem Kaktus klappt. Weil so ist es natürlich auch, Mann. Ja, komm schon. Oh, Mann. Oh. Ich bin Kaktus. Oh, schade. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die Kaktusrunde hat sich gelohnt. Vielen Dank fürs Sehen, Leute. Hier draußen in der Lobby schneit es schon. Bei uns wird es wahrscheinlich nicht schneien, soweit ich die Wettervorhersagen gehört habe, mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Aber es ist egal. Ich hoffe, eure Weihnachtstage sind wunderschön. Ihr habt sehr viel Spaß mit eurer Familie. Natürlich ultra geile Geschenke bekommen. Das waren die Ender Games.
vielleicht das letzte Mal auf meinem Kanal. Das war zwischendrin echt anstrengend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.